Hey, hier bin ich wieder, euer Lance, mit neuen Tipps und Informationen rund um GTA. Da mit der Möglichkeit, im Hangar seine Flugzeuge einzufärben, die Paintjobs wieder ein ganz heißes Thema sind, wollte ich mal ein Video machen, das die ganzen Besonderheiten der Paintjobs mit den ganzen Glitches zeigt. Als erstes einmal zur Crew Color. Da breche ich mir immer die Zunge ab. Die Crew Color könnt ihr im Social Club einrichten. Dort unter Crews müsst ihr eine Crew erstellen und dann könnt ihr dementsprechend die Crew einrichten und da ist die oberste Option die Farbe. Diese Farbe errichtet sich aus den Lichtfarben, nämlich Rot, Grün, Blau und kann entweder über einen Farbwähler oder über die drei Farbwerte im Hexcode eingerichtet werden. Hexcode ist eine Zahlennummerierung, die jeweils für jede der drei Farben eine Stelle spart. Das heißt, man kann 256, soweit geht dieses RGB, umwandeln in zwei Stellen, also von 00 bis zu FF. Insofern haben wir sechs Stellen, die die Farben beschreiben. Aber viel einfacher ist es über den Farbwähler. Allerdings, Leute, die Tipps über eine spezielle Farbe geben, geben euch diesen Code weiter, den ihr dann unter dem Farbwähler einfach hineinkopieren müsst. Das könnt ihr gleich ausprobieren. In der Beschreibung dieses Videos habe ich euch die Codes zu ein paar coolen Farben hineingestellt. Allerdings müsst ihr das Spiel bzw. auch meistens den PC neu starten, damit die neue Crew Color für euch verfügbar ist. Mit dieser Crew Color kann man die verschiedenen Lacke, die man sich über Lackierung eben einrichten kann, überdecken. Bei vielen Farben ist es dann so, dass die einfach überlackiert sind und man nichts mehr von ihnen sieht. Wie ihr seht, ist es egal, ob ich schwarz, weiß oder gelb unten drunter lackiert habe, es kommt wieder ein Gelb raus, das ich ja als aktuelle Crew Color hier für das Video eingerichtet hatte. Was sehr entscheidend für die Wirkung der Farbe ist, ist der Pearl-Effekt. Diesen könnt ihr auf Crew Color ganz normal aufsetzen. Allerdings nur so lange, solange ihr in der aktuellen Sitzung seid. Danach wird immer gesagt, dass ihr erst Metallic-Farbe haben müsst, um entsprechend einen Pearl-Effekt einzurichten. Allerdings gibt es da einen wunderbaren Trick, wie man dies umgehen kann. Normalerweise steht der Pearl-Effekt nur Metallic-Farben zur Verfügung. Allerdings kann man ihn für jede andere Farbe einrichten, indem man kurz in die Metallic-Farben geht und schnell nach unten scrollt. Also einfach durchscrollen, ohne eine zu kaufen. Danach gibt es mehrere Wege, damit der Pearl-Effekt sich freischaltet. Einer ist, kauft irgendeine andere Option, sei es ein Nummernschild, sei es irgendeine andere Ausstattung, die ihr noch offen habt. Ihr kehrt dann zur Lackierung zurück und der Pearl-Effekt ist freigeschaltet. Wenn ihr das später für Fahrzeuge einrichtet, ist es natürlich so, ihr braucht ja eigentlich nichts mehr. Also ist es nur Geld zum Fenster rausgehauen. Ihr könnt aber über die iFruit App ja personalisierte Nummernschilder einrichten. Einen coolen Spruch, was auch immer. Hauptsache, er verstößt nicht gegen die Regeln und er ist kurz genug. Das erste iFruit Kennzeichen ist kostenlos. Die weiteren kosten zum Einrichten $100.000 beim ersten Mal. Sie sind also später umsonst und gelten trotzdem als Kauf. Wenn ihr die iFruit App nicht habt oder sollte sie wegen den ganzen Glitches, die damit funktionieren, irgendwann deaktiviert werden, könnt ihr einfach das Fahrzeug bzw. die Garage verlassen. Das Fahrzeug könnt ihr verlassen, entweder in der mobilen Fahrzeugzentrale, das geht aber natürlich nur für die Gunrunning-Fahrzeuge, oder in eurer Bürogarage, falls ihr diese natürlich eingerichtet habt. Diesen Pearl-Effekt-Glitch können wir auch in der Luftbasis nutzen, indem wir dort auch wie in der Bürogarage das Fahrzeug verlassen können. Sobald wir es wieder betreten, ist der Pearl-Effekt verfügbar. Bei allen Fahrzeugen, sowohl Autos als auch Flugzeugen, ist es so, dass sobald ihr die
Sekundärfarbe einrichtet, dies als zweiter Kauf gilt. Also macht es immer so, dass ihr erstmal die Metallic-Farben durchscrollt, bevor ihr die Sekundärfarbe einrichtet. Schon könnt ihr den Pearl-Effekt unter der Primärfarbe anwenden. So, nun aber zu den Farben, den Paintjobs. Unter Lackierung haben wir die Möglichkeit für Chrom, klassische Farben, die Crew-Farbe, Mattfarben, Metallic-Farben und Metalle. Der Pearl-Effekt ist nur auf Metallic-Farben anzuwenden. Außer man nutzt den Glitch, den ich euch gezeigt habe. Um euch alle Farben freizuschalten, müsst ihr die verschiedensten Bedingungen erfüllen. Eine Rallye gewinnen, unterschiedlich viele Rennen gewinnen oder bestimmte Level erreichen. Für manche Fahrten muss man auch bis zu 100 Windschattenfahrten durchführen. Das heißt, in dem Windschatten eines Mitspielers bei einem Rennen sein, sodass der Sog entsteht, der durch leichte, hellere Linien an den Ecken des Fahrzeuges gezeigt wird. Spannend wird es mit der vorhin erklärten Crewfarbe. Sie kann über bestimmte Lacke drüber gelegt werden. Also wir können ganz individuelle Farben damit erzeugen. Vor allem, wenn ihr die Crew Color über Chrom legt, kann es zu Wahnsinnseffekten führen, da diese Farbe, die da entsteht, in jeder Art von Beleuchtung anders aussehen wird. Das war's jetzt erstmal mit den Basics. Ich zeige euch im nächsten Video dann, wie die Kombination aus Chrom, Crew Color und Pearl Effekt zu ganz, ganz erstaunlichen Ergebnissen führen kann. Das Video mit den ganzen Farbexperimenten war ganz schön teuer. Dafür habe ich schon einen Like verdient, oder? Du weißt, wie es läuft. Wenn dir das Video gefällt, liken und adden. Danke.